Wir werfen den Anker und legen 50 Meter Kette zum Quai. Der Marinamann übernimmt diesmal die Festmacher und wir liegen wieder, diesmal römisch-katholisch, direkt neben der Küstenwache. Ich lege dann noch eine Spring zum Bug, um den Anker zu entlasten. Passt! Kostet 20 Euro pro Nacht. Es gibt Strom und Wasser zu 5 Euro, aber im ganzen Hafenbereich kein WC, keine Dusche, keine Mülltonnen. Den Müll muss man so in die Stadt tragen und in den dort vorhandenen Mistkübeln verteilen. Es ist ein Jammer. Diese Marina wäre an sich sehr ordentlich, wenn sich jemand darum kümmern würde. Eine Motorjacht, auf der sich der Marinamann dann mit ein paar Begleitern eine Zeit lang aufgehalten hat, liegt breit am besten Platz am Quai und verbraucht zusammen mit seinen Springleinen wenigstens 5 Liegeplätze. Weitere kleine Boote liegen willkürlich verteilt, Leinen und Mooringbojen schwimmen herum. Ein Anlegen ist so ein sehr risikoreiches Unterfangen. Vor allem, wenn der Herr Marinero nur so dann und wann mal kurz vorbeischaut. Auch der Versuch, den Herrn telefonisch zu erreichen, war nicht möglich. Dass er die Liegegebühr und das Wasser kassiert hat, ohne einen Beleg dafür herzugeben, hat dann auch nicht mehr verwundert. 2 weiteren anlegenden Yachten haben wir dann beim Anlegen geholfen, die wären sonst auch nicht hereingekommen. Das Anlegen an der Ostseite der Marina würde ich generell nicht empfehlen. Erstens steht man so in Ost-West-Richtung direkt im Wind und hinten an der Quaimauer schwimmen überall Moorings herum. Aber sei es wie es sei, wir liegen jetzt hier erstmal sicher und wir werden liegen bleiben, bis am Donnerstag Gü einfliegt und die Crew ergänzt. Wir haben jetzt 2 Leihautos und schauen uns die Buchten, die wir so nicht ansegeln können, eben von Land aus an. Montag, 4. Oktober. Ausgerechnet jetzt, wo wir im Hafen gut liegen, ist der Wind etwas weniger geworden. Die Nacht am Quai war ruhig und wir haben endlich wieder mal durchgeschlafen. Am Vormittag legt der Wind dann aber wieder zu. Die Prognose sagt, dass es bis Mittwoch so bleibt. Paula und David sind im Amaryllis, Obi und Camilla im Lemon Tree. Die beiden fahren mit dem Auto heute zur Abella. Mick und ich wohnen weiter an Bord. Relax-Tag. Dienstag, 5.10. Wir fahren alle mit den beiden Leihwagen nach Lefkos. Auf dem Weg schaue ich auch in dem kleinen Hafen von Finiki vorbei. Der 5 Beaufort-Wind drückt dort von außen mit kräftiger Welle auf den Steinwurf. Dahinter ist es aber relativ ruhig, auch wenn Schwell hereinsteht. Man könnte hier grundsätzlich sicher liegen, wenn man römisch-katholisch an den Quai geht. Das Liegen wäre aber durch den Schwell sehr schaukelig. Ich würde da empfehlen, ein Zimmer zu nehmen und an Land zu schlafen. Das Boot liegt sicher und dem ist das Schaukeln ja grundsätzlich auch egal. In Lefkos ist es ähnlich. Draußen 5 Beaufort, mächtig Welle, innen in der Bucht relativ ruhig. Aber es kommt der Schwell herein aus Süd. Man würde also auch hier sehr schaukelig liegen, vor allem auch, weil das Boot am Anker durch den Wind in Nordwestrichtung gedreht wird und der Schwell dann quer aus Süd auf den Rumpf trifft. Das rollt dann so schön. Würde auch hier eher ein Schlafen an Land empfehlen. In Lefkos haben wir eine Wanderung durch den Windschliff bis zur Insel Socastro im Norden gemacht. Die Klippen sind beeindruckend. Die Wellen, die von außen durch die Meerenge zu Socastro drücken, ebenso. Auch wenn es dort draußen ziemlich stinkt. Es mündet dort ein Rohr ins Meer. Die Abwässer von Lefkos. Die ganze Nordbucht steht stark im Schwell. Ein Ankern wäre hier nicht möglich. Das ginge nur bei ruhigem Wetter, aber da kann man dann ja gleich vor dem Ort ankern. Freunde, die seit vielen Jahren immer in Lefkos ihren Urlaub verbringen, haben uns empfohlen, beim Captain, im Captain's Home, Fisch zu essen. Aber nicht irgendeinen Fisch, sondern Scorpio.
Das haben wir natürlich gemacht. Und was soll ich sagen? Es war köstlich. Auch haben wir eine interessante Entdeckung gemacht, nämlich mehrere tote Fische, die vor dem Lokal angeschwemmt waren. Auf unsere Nachfrage sagte man uns, dass diese Fische schlecht, bad sind und giftig, toxisch. Wir haben dann im Internet gesucht und gefunden, dass es sich dabei um den giftigen Hasenkopf-Kugelfisch handelt, eine invasive Art aus dem Roten Meer. Dieses Vieh macht zwischenzeitlich den Fischern von Karpathos und auch den türkischen ziemliche Probleme, weil es zwar nur 4 Zähne hat, aber mit denen beißt es Löcher in die Netze und frisst den Fischern so den Fang weg. Auch auf Rhodos habe ich dann solche Kadaver gesehen. Es dürfte sich das zu einer Plage entwickeln. Die türkische Regierung hat schon ein Kopfgeld ausgesetzt. Mittwoch, 6. Oktober. Heute Morgen hat uns Camilla verlassen. Obi hat sie mit dem Auto zum Flughafen gebracht. Der Wind soll heute etwas nachlassen, aber wir bleiben jetzt liegen im Hafen bis morgen Abend, Gü ankommt und die Crew wieder vollständig macht. Es bleibt dann aber den ganzen Tag über weiter sehr windig, kaum ein Unterschied zu den Vortagen. Wir fahren nach Kirabanagia, aber gegen 15 Uhr verlassen wir die Beach, weil der Wind so stark wird, dass Gischt und Sand durch die Luft fliegt. Ein Ankern vor dieser Beach wäre bei diesen Bedingungen völlig unmöglich. Donnerstag, 7. Oktober. Es ist das heute zum ersten Mal ein ganz ruhiger Morgen, ein Badetag. Paula macht mit David, dem es endlich wieder besser geht, eine Ausflugsfahrt zu verschiedenen Buchten. Am Abend kommt Gü am Flughafen an. Mit einer letzten Fahrt mit dem Leihwagen hole ich ihn ab und die ganze Crew geht noch einmal ins Elinikon. Das wird mir abgehen. Freitag, 8.10. Ruhige Nacht, morgen still, wir bunkern Wasser, die Crew räumt ihre Zimmer und bis 10 Uhr sind wieder alle am Quai bzw. auf dem Boot. Um 10.30 Uhr legen wir ab und fahren Richtung Norden. Die erste Stunde motoren wir, dann wird der Wind doch etwas mehr, kommt 120 Grad Steuerbord aus Südost. Wir setzen die Segel und segeln hinauf bis Diafani. Es steht jetzt durch den Südostwind, der ca. 3 bis 4 Beaufort erreicht, ein wenig Schwell aus eben dieser Richtung. Dafür bietet der Hafen in Diafani guten Schutz und wir gehen um ca. 14 Uhr wieder längsseits an die Mole. Die Windprognose für die Nacht und insbesondere für morgen Samstag sagt ruhige Winde voraus. Ideal also, um die Überfahrt nach Rhodos zu machen. Eigentlich wollten wir ja noch ein paar Tage auf Karpathos verbringen, aber die Windprognose sagt anschließend wieder stärkeren Wind voraus. Und die ca. 30 Meilen lange Überfahrt nach Rhodos mit 3 Meter Wellen verspricht dann alles andere als angenehmes Segeln. So legen wir nochmals ab und motorsegeln die 15 Meilen hinauf nach Saria und bleiben noch einmal eine Nacht in der Palatierbucht. Samstag, 9. Oktober. Die Nacht ist ruhig, nur ein paar Böen, aber harmlos. Um etwa 8 Uhr heben wir den Anker und fahren Richtung Rhodos Brasonisi. Die Windprognose sagt 3 Beaufort aus Nordwest. Aber der Wind hat sich letzte Woche total verausgabt und heute geht gar nichts. Wir müssen die gesamte Strecke motoren. Naja, so war das ja auch wieder nicht gedacht. Das Meer ist flach wie ein Brett, die Fahrt ist ruhig und fad. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nach dem Kap Brasonisi ändern wir den Kurs auf Nordost. Aus Brasonisi kommt etwas Wind heraus. Aber es reicht nicht zum Segeln. So gehen wir dann um ca. 15.30 Uhr bei Plimiri vor Anker, Wassertiefe 4 Meter Sand. Etwas Wind kommt aus West, wir liegen ziemlich seicht auf 3,5 Meter direkt vor dem kleinen Fischerhafen.
Am Strand treibt ein toter Kugelfisch. Wir fragen in der Fischtaverne, ob uns wer zum Essen abholen kann, damit wir nicht wieder zwei Dingefahrten machen müssen. Und wirklich holt uns der Fischer mit seinem Boot ab. Dafür essen wir alle sechs frischen Fisch und machen eine dicke Rechnung. Die Taverne lebt vorrangig von dem in der Nähe liegenden Ressort. Aber es hat sich einen urigen Taverner-Charakter bewahrt bzw. pflegt diesen ganz bewusst und bietet gute Fischgerichte. Sonntag, 10. Oktober. Ruhige Nacht am Anker. Morgen ebenfalls wenig Wind, warm. Wir heben gegen 12 Uhr den Anker und segeln bei Wind mit 3 bis 4 Beaufort aus Süd bis hinauf vor Lindos. Hinter dem Kap dreht der Wind auf Nordost und kommt so gegen an. Wir holen die Segel ein und motoren das letzte Stück und laufen gegen 15.30 Uhr in der Agios Paulos Bucht ein. Vorsichtig müssen wir zwischen Schwimmern die enge Passage durchfahren und ankern dann etwa in der Mitte der Bucht. Wir legen zwei Landleinen zum westlichen Ufer und ziehen uns damit nahe an dieses heran. Gegen 16 Uhr hängen wir dann endlich fest in den Seilen. Viel Betrieb hier, Ausflugsboote fahren ein und aus, Schwimmer und andere Ankerlieger. Unsere Hoffnung, dass es am Abend ruhiger wird, erfüllt sich nur bedingt. Eine besoffene deutsche Crew fährt mit dem Schlauchboot wilde Runden. Erst gegen 23 Uhr wird es dann endlich still. Montag, 11. Oktober. Morgens still, sehr warm, schwül. Um 10 Uhr fahren wir mit dem Schlauchboot hinüber ans Ufer und gehen hinauf durch die Stadt Lindos auf die Akropolis. Massen von Touristen schieben sich durch die Gassen. Unglaublich, wie viele Leute hier in der Nachsaison noch da sind. Mick sucht einen Dock, der ihm die Fäden aus der Zehe nehmen soll. Doch der macht es dann nicht, meint, es sei noch zu früh. Es wird das also erst zu Hause gemacht werden. Gegen 13 Uhr sind wir dann wieder zurück und heben um 13.30 Uhr den Anker. Ein kurzer Tröt in das Nebelhorn warnt die Schwimmer und wir gleiten hinaus aus diesem Felsennest. Eine Bucht, die zwar ausgezeichneten Schutz bietet, aber es ist einfach viel zu überfüllt hier. Auch außerhalb der Bucht ist kaum ein Wind und wir motoren das ohnehin kurze Stück in die nördlich gelegene Bucht von Karaki. Aus der Bucht kommt dann Wind heraus, der je näher wir dem Strand kommen, immer stärker wird. Direkt vor dem Ort bläst er mit 4 Beaufort und baut so eine kurze Welle auf. Wir ankern dann nicht in der hufeisenförmigen Bucht direkt vor der Strandpromenade, sondern westlich davon vor dem hier freien Strand auf 5 Meter Tiefe über Sand, geben 30 Meter Kette, der Anker hält sofort und gut. Es ist ca. 14.30 Uhr, wir liegen ca. 130 Meter vor dem Strand, kaum Welle hier, das schaut ganz gut aus. Es steht zwar ständig etwas böiger Wind vom Land in die Bucht, aber wir liegen so recht ruhig. Dienstag, 12. Oktober. Die Nacht ist ruhig, der Wind wird immer schwächer, morgens dann still, warm. Der Wetterbericht sagt ab Mittag Gewitter voraus. Wir beschließen, hier liegen zu bleiben. Wir haben Zeit und müssen nicht bei Gewittern draußen auf See sein. Wir fahren mit dem Dinge hinüber zum Ort Karaki und wandern hinauf zur alten Burgruine. Hier befinden sich die Überreste der mittelalterlichen Burg Ferraklos. Es stand hier eine byzantinische Festung. Diese wurde 1306 von den Rittern des Johanniterordens erobert. 1470 restaurierte Großmeister Giovanni Battista degli Orsini die Burg. Außer dem äußeren Mauerring ist heute jedoch nicht mehr viel erhalten. Ab Mittag wird es dann wie vorhergesagt gewittrig und Wind kommt auf, der böig aus Südschwell in die Bucht bringt. Die Rückfahrt mit dem Dinge ist schon reichlich schwappelig.
Als dann der zweite Teil der Crew geholt werden soll, ist es schon so ungemütlich, dass sich diese erstmal im Ort in ein Café verzieht und wir durch den Durchzug der Gewitter abwarten. Erst nach 18 Uhr wird es wieder ruhiger. Wir fahren mit dem Ding hinüber zum Ort und gehen dann mit den im Ort wartenden Essen in das Restaurant Argo, ganz außen auf der Klippe. Es ist nicht das günstigste Lokal hier, aber man kriegt für sein Geld ausgezeichnete Qualität. Würde sofort wieder dort einkehren. Mittwoch, 13. Oktober. Die Nacht ist ziemlich schwappelig. Das Boot liegt unruhig im leichten Schwell. Morgens kaum Wind, aber immer noch Schwell von See kommend. Gegen 9.30 Uhr heben wir den Anker und fahren weiter nach Norden. Zambica liegt ca. 10 Meilen entfernt und wir werfen dort gegen 11.30 Uhr den Anker auf 5 Meter Tiefe über gut haltendem Sand, ganz im Norden der weitläufigen Bucht. Rund 150 Meter von den Klippen entfernt hängen wir an 30 Meter Kette. Es hat wenig Wind, aber etwas Schwell, der leider quer auf das schwollende Boot trifft, was es rollen lässt. Das ist dann doch ziemlich lästig. Wir überlegen deshalb, den Heckanker zu setzen, um uns gerade gegen den Schwell zu stellen. Der Zweitanker ist ein schweres Drum und mit seiner 10 mm Kette kaum zu heben. Dieses Teil mit dem Schlauchboot auszubringen wird nicht gehen, vor allem wird man es so nie mehr hochziehen können. Wir ankern deshalb um. Dabei legen wir uns auch gleich weiter südlich näher an den Strand, um den dann leichter mit dem Dinghy erreichen zu können. Wir ankern neu, legen erst 50 Meter Kette, werfen dann den Heckanker und kürzen die Bugkette wieder auf 30 Meter. Jetzt liegen wir schön eingespannt in Richtung des einlaufenden Schwells. Der Wind kommt zwar quer ab, aber er ist schwach, das ist kein Problem. Wir fahren mit dem Dinghy hinüber zum Strand, zwei gehen fischen und drei gehen essen in die Zambica Taverne. Typische Strandtaverne, ganz okay, aber nichts Besonderes. Am Abend dreht der Wind dann um 180 Grad und kommt jetzt aus Südwest. Und in der Nacht schläft er dann ganz ein. Der Schwell bleibt, aber es ist so ganz erträglich. Donnerstag, 14.10. Morgens still, sonnig, aber die Wetterprognose sagt zunehmenden Südostwind. Nachmittag soll es 4 Beaufort haben, morgen Freitag 5 Beaufort und Gewitter. Das hört sich eher ungemütlich an. Ein 5er Wind aus Südost bedeutet vor Rodos ziemlich hohe Welle und die Buchten hier sind alle nach Osten offen. So beschließen wir schon heute in die Rodos Marina einzulaufen. Machen wir eben am Freitag einen Rodos-Tag. Also machen wir Badetag bis etwa 11.30 Uhr, dann heben wir die beiden Anker und fahren Richtung Marina. Die Entfernung ist ca. 15 Meilen. Erst eher schwacher Wind, wir setzen Segel und lassen den Motor zur Unterstützung mitlaufen. Aber rasch wird der Südost etwas mehr. Wir schalten den Motor ab und segeln vor dem Wind bis direkt vor die Marina. Ca. 15 Uhr. Ein kurzer Stopp an der Tankstelle in der Marina-Einfahrt. Ein Marinamann ist da und sagt, wir sollen uns über VHF 71 anmelden, wenn wir fertig sind. Er wird uns einen Platz zuweisen. Den kriegen wir dann auf Pier I ganz außen, wo die Pier ein T bildet. So liegen wir einerseits längsseits am T, aber auch mit Mooring und Heckleinen am Quay. Circa 15.30 Uhr. Etwa 15 Knoten Wind aus Südböen. Freitag, 15.10. Die ganze Nacht starker, böiger Wind aus Süd. Es ist laut.
Morgens dann ab 7 Uhr Gewitter, heftiger Regen bis etwa 10.30 Uhr. Dann klart es wieder etwas auf, aber der Wind bleibt weiter bestehen. 20 Knoten und in Böen auch mehr. Es war eine weise Entscheidung, nicht draußen zu bleiben und schon gestern in die Marina zu gehen. Wir gehen heute schon zum Mittagessen. Die Crew geht dann in die Stadt und kehrt erst in der Nacht wieder. Weiter Wind die ganze Nacht. Samstag, 16. Oktober. Morgens wird es etwas ruhiger. Etwas Sonne und Wolken wechseln ab, sie melden aber weiter Schauer und Gewitter. Um 12.30 Uhr verlassen wir das Boot und die Marina und fahren mit dem Taxi zum Flughafen.